Die EU will die europäische Wirtschaft und die Verbraucher mit einer Reihe verschärfter und neuer Instrumente auf Klimakurs bringen. Die Kommission schlug dafür am Mittwoch das Konzept Fit for 55 vor, mit dem die Gemeinschaft ihre neuen Ziele zunächst bis 2030 erreichen will. Kernelement ist eine europaweite Pflicht zum Kauf von CO2-Verschmutzungsrechten für Sprit, Heizöl oder Gas. Soziale Härten für Pendler oder Mieter wegen des Preisaufschlags auf fossile Brennstoffe sollen durch einen Sozialfonds ausgeglichen werden. Darüber hinaus schlägt die EU ein Ende neuer Verbrennerautos vor. Im Kampf gegen den Klimawandel sollen damit in Europa ab dem Jahr 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen dürfen. Mit dem Konzept Fit for 55 will die EU das Klimaziel einer Treibhausgasreduktion von 55% bis 2030 gegenüber 1990 erreichen. Die Vorschläge der Kommission müssen von den Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament jedoch noch gebilligt werden. Es wird mit Diskussionen gerechnet, die weit über ein Jahr hinausgehen könnten.